und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, der Flucht nach vorn. Folge, keine Ahnung, 9, 10 oder 11, ich bin mir nicht sicher. Wo wir einer Menschheit, der die Erde unterm Hintern wegexplodiert ist, aufgrund eines katastrophalen Geoengineering-Versuchs, der den Klimawandel aufhalten sollte, zu den Sternen führen und es mittlerweile geschafft haben. Nicht nur, dass die Menschheit sich über diesen eklektischen Haufen von Systemen ausbreitet, denen wir teilweise menschliche, irdische Namen gegeben haben, wie das Pazifik- und das Atlantiksystem. Das Atlantiksystem ist unser Heimatsystem, unser neues. Wir haben einen Terraforming-Kandidaten mit dem Mars im System der Erde. Allerdings haben wir noch nicht die nötige Technologie, den Mars zu terraformieren. Darum muss das für später bleiben und dann können wir hier wieder zurück ins Erdsystem ziehen. Ja, und wir haben ein paar Freunde bekommen. In Thalassa im Atlantiksystem sind Kempler, Flüchtlinge angekommen. Das sind Vögel, die mögen Tundra sehr. Das war ein bisschen ein Spannungspunkt, da wir nur feuchte Welten, also entweder Dschungelwelten oder Wasserwelten hatten. Aber nun haben wir die Nubaol, die mit einem Artefakt der Grunur auf Planeten auftauchen, wenn wir diese durch Benutzung des Artefakts in Gaia-Welten, auf denen alle sich wohlfühlen, verwandeln. War das ein Satz? Waren das mehrere Sätze? Kommen überhaupt Satzzeichen dem vor, was ich eben gesagt habe? Ich weiß es nicht. Aber wir wollen mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Also momentan haben wir im Grunde genommen, das müssten 6,4 Milliarden Menschen sein. Und nochmal 0,5 Milliarden Menschen, also 500 Millionen Menschen mit Gehirnschneckenparasiten, die sie schlauer machen, aber dafür sorgen, dass sie langsamer wachsen. Und dann haben wir können nicht die Gehirnschnecken auf die ganze Menschheit ausweiten, das wäre cool. Wir haben ungefähr 400 Millionen Nubaol, die sich nur auf Gaia-Welten wohlfühlen. Und wir haben genauso 400 Millionen Kempler-Flüchtlinge, die anpassungsfähig sind, aber irgendwie sonst nichts haben. Die sind auch toll. Außerdem haben wir noch 1,3 Milliarden Roboter, die auf unseren Welten arbeiten. Ist die Frage, ob wir die länger brauchen, jetzt wo wir die Kempler und die Nubaol haben. Und sollten wir nicht lieber das hier ersetzen durch irgendwas anderes, zum Beispiel... Nein, nicht umsiedeln. Quatsch. Okay. Also wir haben noch einen Job übrig. Das heißt, wir könnten hier mal... Ja, uns fehlt... Unser Reich ist zu groß mittlerweile für die Verwaltung. Das heißt, wir könnten Verwaltungsbezirke bauen. Was machen wir denn auf dieser Welt hauptsächlich? Industrie machen wir hier. Was fehlt uns? Uns fehlt, wenn, dann Legierung. Also könnten wir so ein Legierungsdingsy bauen hier. So. Und hier, das ersetzen wir durch... Oh, uns fehlen Mineralien. Okay, dann müssen wir mal ein paar Nahrungssachen verkaufen und das ersetzen durch ein Verwaltungsbüro. Okay. Oh, Planet Dänemark ist im Aufbau befindlich. Momentan nur Menschen drauf. Okay. Terra Nova hat Arbeitslosigkeit, aber wir können wir können das Gebäude hier verbessern. Allerdings, das wird 480 Tage dauern, glaube ich. Und einen neuen Bergbaudistrikt zu bauen,
dauert nur halb die Zeit, darum machen wir das natürlich zuerst. Okay. Gut. Und dann haben wir Alexandria, die wird gerade kolonisiert. Okay. Gut. War sonst noch irgendwas? Oh ja, wir haben hier ein Forschungsabkommen mit den Hisma. Die sind herzlich. Ebenbürtig in der Forschung, überlegen und überwältigend in der Flottenstärke. Also, dass die uns mögen, es kommt uns entgegen. Also stimmen wir dem mal zu. Gut, dann geht's weiter. Wir haben immer noch diesen großen Drachen hier, aber unsere Flotte ist viel zu klein für den. Und alles ist zu langsam. Zup, und schon geht's wieder weiter. Und einen Wirtschaftspakt möchten sie auch abschließen. Okay, das stimmen wir auch mal zu. Oh, was ist das? Quenos 5, die außerirdische Echsengesellschaft, die hinter dem Schild auf Quenos 5 gefangen war, sind der schnellen Erwärmung des Planeten erlegen. Es scheint, dass die extremen Veränderungen in der Umwelt nicht genug waren, um die Zeitschleife zu durchbrechen, in der die Echsen steckten. Es gibt nichts mehr, was auf dieser einst so lebendigen Welt zu erforschen wäre. Ja, schade. So, gucken wir. Gucken wir mal, wie was Thalassa jetzt für Merkmale hat hier. Immer noch natürliche Schönheit, das heißt, es werden Immigranten angezogen. Heiße Quellen, Mineralfelder, erzreiche Höhlen, grüne Hügel, sumpfiges Moorland, üppige Dschungel und dichte Riffe. Wo geht das alles hin hier? In Jobs, weil ich hier so viel... Aha, ist klar. Gut, wo haben wir unsere Flotten? Da, 20 von 30, 10 von 30. Das heißt, die können wir zusammenpacken hier. Achso, die werden alle verbessert. Hoffentlich. Achso, das ist im Atlantik-System, okay. Die Rescheti-States haben den Buvadon, haben die Buvadon zu Rivalen erklärt. Was sind die Rescheti? Das sind diese Leute hier, hegemonische Imperialisten. Die mögen mich und die Buvadon. Die mögen mich nicht so gerne und sind außerdem xenophob. Das heißt, wenn ich die zu Rivalen erkläre, mögen mich die anderen noch lieber. Erfordern wir die schlechte Beziehung, wie wir natürlich ein Gesandter zur Verschlechterung der Beziehung entsandt wurde. So wichtig ist mir das nicht. Okay. Okay, was ist das? Galaktischen Rat gründen, unterstütze ich. Ah, nein, nicht der aus der UN austreten. Gesandten zuweisen, die haben beide noch was zu tun, okay. Ah, siehst du, sieht schon besser aus hier. Establishing Colony. Okay. New Technology discovered. Stopp, was ist das? Schilde, sehr gut. Mehr Energie, mehr Kolonieentwicklung. Schildkondensator ist ziemlich gut. Der lädt den Schild von den Schiffen wieder auf im Kampf. Das, normalerweise passiert das immer nur außerhalb des Kampfes. Darum ist der ziemlich gut. Ist auch das teuerste gerade, aber so teuer... 59 Monate. Okay. Construction online. So, seid ihr jetzt bald fertig hiermit? So. Ihr sollt mal euch zusammenlegen hier. Dann gehst du erstmal nach Hause. Genau. Und dann können wir im Sol können wir noch 16 weitere Schiffe bauen hier. Warum nicht? Oh, ich habe zu wenig von denen. Oh, eine Welt ist fertig. Sehr gut. Das ist Alexandria-System, ja.
Alexandria. Ach, oh Gott. Okay, was können wir denn verkaufen hier? Wir können von den Konsumgütern verkaufen und dafür dann einen Batzen hiervon holen. Und zwar machen wir hieraus eine Mining-Welt. Weil das brauchen wir am meisten. Und sobald hier ein paar fertig sind, hier könnten wir Roboter bauen. Okay. Haben wir noch mehr Roboterfabriken? Nee. Okay, die kolonisieren ja noch. Sehr gut. Als nächstes wird Terra Nova wird dann umgewandelt in eine Gaia-Welt. Die haben die Leute 63% Habitabilität. Das ist jetzt nicht so toll, ist aber, haben wir auch schon schlechter gesehen. Ja. Jo. New technology discovered. Habitat, sehr gut. Kreuzer sind nochmal größere Schiffe. Railguns sind, ja, gut, sagt der Name. Plasmatriebwerk, was ist denn jetzt am billigsten? Das ist am zweitbilligsten und das Violett hier zeigt, dass es eine seltene Technologie ist, die einem nicht so oft angeboten wird, also erfinden wir das einfach mal. So 9 Monate, dann bekommen wir noch mehr Bewohnbarkeit. Wann können wir denn wieder unser Relikt benutzen? Abklingzeit. Aha, aha. Achso, da. Triumph aktiv für noch, oh Gott, noch fast 10 Jahre. Naja. Ui, titanisches Leben. Die Größe der einheimischen Lebensformen auf Alexandria hat schier epische Maßstäbe. Wir hätten nicht gedacht, dass biologisches Leben in dieser Größe möglich ist. Unseren Forschern stellen sich nun folgende Fragen. Was ist ihr Geheimnis und wie können wir davon profitieren? Wir werden förmlich mit Anträgen zum genaueren Studium der einheimischen Lebensform überflutet. Okay. Situation Log updated. Machen wir mal, klingt gut. Bernhard Stern, sind die hier noch am Terraformieren? Nee, warum das denn nicht? Naja, titanisches Leben, gucken wir mal. Situationsprotokoll. Durch das Studium der titanischen Lebensform auf Alexandria können wir sie hoffentlich verstehen lernen und möglicherweise sogar mit ihnen kommunizieren. Klingt gut. So, warte mal, wir haben hier doch genug. Ja, können wir alles kontinentale Welt da, zack. Können wir uns so alles leisten hier? Oh, da oben haben wir eine Ressource, die frei geworden ist. Die können wir uns erschließen mit einer kleinen Bergbaustation. Oh, warte, hier, das ist ja wichtiger. Bergbaustation. Forschungsstation. Und dann hier Bergbaustation. Da können wir ja leider nicht hin. Und hier Bergbaustation. Dupdi-dup-dup-dum. Und hier unten bauen wir auch Bergbaustationen. So, vielleicht haben wir dann hier bald genügend. Oh ja, siehst du, die Flotte ist jetzt. Warum wird das nicht abgegradet hier? Das verstehe ich nicht. Wir haben genug. Ach so, wir brauchen. Ah! Weil wir hier von den Dingern, von denen. Ein Erkundungstrupp hat auf Alexandria eine verborgene Fabrik gefunden. Die Architektur und der Grad ihres Verfalls lassen auf eine alte Zivilisation zurückschließen, die sich vortrefflich auf den Bau extrem haltbarer Gebäude verstand. Unsere Bevölkerung könnte die Einrichtung problemlos zur Steigerung der kolonialen Produktionsleistung benutzen. Klingt gut. Okay, also wir brauchen von den Terraforming-Gasen für unsere Schiffe was.
Wir kaufen hier immer wieder 2000 Nahrungsmittel und kaufen ein paar von den Dingern dafür. Und dann sollten die Schiffe eigentlich anfangen, upgraded zu werden. Ja, geht. Siehst du. Oder? Hä? Hä? Ja, wunderbar macht er jetzt. Okay, Ethikänderung bei der Jibro Star Dynasty. Nach einer andauernden Phase wachsenden Zuspruchs für die Drumbeat of Victory Party hat Jibro Star Dynasty die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie nach außen hin militaristischer geworden. Okay. So, wir haben jetzt hier eine Kolonie, da müssten wir auch wieder was bauen. 1000 haben wir noch. Und auch hier fangen wir mal mit den Minen an. Okay. Construction online. haben wir jetzt. Reicht das jetzt, um hier oben die Flotte da wegzuhauen? Das hier. 5000. Oh, warte. Können wir das hier vielleicht vorher noch machen? Die haben wir alle fertig. Okay, machen wir jetzt mal Entdeckung. Möchte die Tradition Entdeckungstradition wirklich annehmen? Ja. So, was macht das? Forschungsgeschwindigkeit der Anomalien wird erhöht. Naja, das hätten wir früher gebrauchen können. Oh. Mehr. Was ist das hier? Kempler sind auf Thalassa angekommen. Ja, dazu ist Thalassa da. Dass die Kempler ankommen. Zwei Jobs haben wir hier noch. Wir empfangen eine Nachricht von der unabhängigen Weltraumstation der Rigan Commerce Exchange. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Interessant. Okay, jetzt habe ich was Lustiges mir hier besorgt. Ein wahrlich gutes Treffen. Okay. So. Dup, 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 dup. Genau, du baust hier. Was haben Ethikänderungen bei den Bufferdon? Okay, hier haben wir eine arktische Welt. Da könnten wir die Kempler hinsiedeln. Da würden die sich sauwohl fühlen. Fleet upgraded. Und dann können wir das dann später, ohne dass wir es terraformieren müssen, erstmal in eine Gaia-Welt verwandeln. Evading Hostiles. Warte, warte, stopp, stopp. Neu. Kempler. So. So, wo sind die Hostiles? Oh Gott, die kommen hier oben an. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das sind aber nur drei von denen. Da könnte ich mit der Flotte hin. Von der merkwürdigen Fabrik auf Alexandria sind keinerlei Probleme gemeldet worden. Anscheinend kann die Kolonie die geschätzten Produktionswerte beibehalten können. Gut. Gut, dann wollen wir mit der Flotte hier hinfahren und die abschießen. Damit wir endlich an die Archäologie kommen da. Und was soll's? Hier machen wir Bergbaustationen dann erstmal. Cool. Okay, der kann wieder nicht. Okay. Construction online. Das Atlantik-System ist ja unser Hauptsystem. Den schicken wir da mal zum
Receiving transmission. Die Buvadon wollen eine Botschaft etablieren. Na gut. Das können wir ja mal machen. Hier bräuchten wir auch noch mehr. Oh, wir haben mittlerweile Plus bei den Mineralien. Das ist sehr gut. So, und dann wollen wir hier nämlich... Da nehmen wir auch nochmal 100 von. So, dann wollen wir hier nämlich noch ein paar Minen bauen. Und das upgraden. Ah, und siehst du, wir haben jetzt bei die Reichsausbreitung ist auch wieder in einem Niveau, das wir irgendwie verwalten können. Das ist gut. So, die Buffadon öffnen die Grenzen. Meine, oh, schau mal an, die sind nicht mehr xenophob, die sind xenophil. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Oh je. So, auf Alexandria haben wir jetzt ein Problem. Kein Bewohnerbau, okay. Und zwar haben wir hier zwei von unseren, und da sind drei von den titanischen Wächtern, die jetzt unsere Bevölkerung angreifen. Und das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen, um den Planeten dann wieder zu erobern, können wir hier auf Alexandria, wie viele Leute haben wir da? Umsiedeln können wir nicht. Drei sind drauf. Ist also ungünstig, aber jetzt auch nicht so schlimm. Gut. Was ist die nächste Welt? Das Baltik-System. Das wäre Planet Alaska, oder? Nee. Dänemark, okay. Gut, dann bauen wir in Dänemark mal Armeen. Bodenarmeen. Es ist vollkommen egal, welche von beiden wir nehmen. Okay, und hier Schildkonsortium ist fertig, sehr gut. Colony lost. Fuck. Ja, jetzt haben sie uns das Sahara-System erobert. Aber es sind hoffentlich noch Menschen drauf, ne? Ja, noch sind Menschen drauf. New technology discovered. Ja, mehr Bewohnbarkeit ist immer gut. Neues. Da kriegen wir neues Staatselement. Die sind immer sehr, sehr, hier, wie sagt man, sehr mächtig. Darum machen wir das mal. Dann gucken wir mal. 423. Verdammte Axt. New technology discovered. Das heißt, wir brauchen 20 mindestens. Toll, 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 toll. Construction online. 20 Armeen. Ha ha ha. Ja, mal gucken, wie das funktioniert hier. Zip, zip. So, da haben wir unsere Weltraumviecher. Und da vorne kommt unsere Flotte irgendwo. Wo denn? Ach, da. Da steht sie schon. Engaging hostile fleets.
So, falls jetzt jemand fragt, warum nimmst du nicht dieses Schiffe hier und ziehst sie zu dem Planeten mit dem titanischen Leben, was dir den Planeten weggenommen hat. Das Problem ist, dass man kann zwar den Planeten bombardieren vom Orbit aus, aber dann macht man die ganze Infrastruktur, die da schon ist, platt. Und man bringt auch die ganze Zivilbevölkerung um, die wir behalten wollen. Das heißt, wir brauchen Bodentruppen, damit die sich um das titanische Leben kümmern. Ich meine, wir können die zur Unterstützung in Orbit tun, aber da schneiden wir uns eigentlich nur selbst ins eigene Fleisch. Darum machen wir das eben nicht. Projekt erforschen und hier haben wir ein Konstruktionsschiff, das hier einen Außenposten baut. Fertig und aus. Gut, und dann schicken wir unsere Flotte wieder nach Hause und verstärken die. Zack. Gut, Titi. Okay. So, also wie gesagt, das im Dänemark-System, das wird nicht reichen. Also bauen wir mal hier noch ein paar mehr Armeen. Und zwar, wir können... Sind die stärker? Nein, die sind alle gleich stark. Ja, okay, es ist okay. Die sind auch... Machen wir ein paar Kempler, ein paar Nubaol, nur damit die sich fühlen, als ob die dazugehören. Was sie ja tun, aber dann merkt man es auch so in der... In der Armee können sie zusammen den Planeten befreien. Das sorgt dann auch dafür, dass die Einwohner von Alexandria... Oh, was ist da los? Die Einwohner von Alexandria vielleicht unsere Neuzugänge lieber mögen. Gründung des Galaktischen Rats. Die Mitglieder der Galaktischen Gemeinschaft haben für die Gründung eines Galaktischen Rats gestimmt. Die Mitgliedschaft in dieser ehrwürdigen Institution wird sich auf Vertreter der drei mächtigsten und einflussreichsten Reiche der Gemeinschaft beschränken. Bis zur Wahl eines neuen Rates sind dies Hisma State, Yalon Order sowie Buvadon Stellar Authority. Von den Mitgliedern des Rates wird erwartet, die Galaktische Gemeinschaft zu führen und zu schützen. Ihre erweiterten Befugnisse ermöglichen es ihnen, einen Teil jener bürokratischen Hindernisse zu umgehen, die den Entscheidungsprozess in großen politischen Institutionen oft behindern. Okay, gut, gut, gut. Bin ich nicht dabei, aber man kann nicht alles haben. Ne, uns ist gerade die Heimatwelt explodiert, da wollen wir nicht erwarten, dass wir schon hier in galaktischen UN-Sicherheitsrat kommen. So... Oh, hier oben können wir auch noch was erforschen. Sehr schön. New technology discovered. Forschungskomplex. Bessere Forschungsgebäude. Sehr gut. Nehmen wir mal hier die Energie. Yalon Order hat seine Befugnis im Rat genutzt, um den Beschluss militärisches Bereitschaftsgesetz zu einer Dringlichkeitsmaßnahme zu erklären. Okay. Kann man machen. Ah, sehr gut. Ich kann mein Artefakt wieder benutzen. So, und da wollten wir natürlich Terra Nova jetzt als erstes nehmen, weil das eine der Welten ist, die noch nicht so richtig zu uns passt. 68% Bewohnbarkeit. Zack. Und wir kriegen ein paar Nubaol dazu. Jetzt 100% Bewohnbarkeit. Und wir haben noch 4 Jobs übrig. Das ist sehr gut. Wir kriegen jetzt plus 20 Mineralien, weil die Nubaol scheinbar direkt in die Minen gelaufen sind. Soll mich nicht stören. Ja. So, jetzt haben wir schon 2 Welten, auf denen die Kempler... leben können. Und da wird gerade die dritte besiedelt. Sehr gut. Das ist dann die nächste, die wir zu einer Gaia-Welt machen können. So, wie viele Zivilschiffe haben wir jetzt? Transporter, meine ich. 300. Okay, wir brauchen also noch mehr. Was ist das hier?
Trümmer, da hatte ich doch aber schon jemanden hingeschickt, oder? Ja, ja, ja. Gut. Okay, was machen wir dann? Also wenn wir Interlassung, können wir in Dänemark vielleicht auch noch. Ach ne, in Dänemark baue ich ja schon Armeen, ne? Obwohl, nee, die sind fertig. Okay. Gucken, sind meine Leute noch da? Sie sind sogar gewachsen in der Zwischenzeit. Okay, das ist also nur so eine Art Blockade. Meine Leute wachsen weiterhin. Oh, wow. Estragon Reavers. Moment, da mache ich mir einen Soundeffekt für an. Mensch! Schwächlinge! Unsere Krieger sind auf dem Weg, eure Systeme zu plündern. Stellt euch ihnen im Kampf, wenn ihr den Mut aufbringen könnt, oder versteckt euch vor Angst, bis sie sich an eurem Reichtum gelabt haben. Ihr könnt natürlich auch Tribut bezahlen, um euch selbst vor dem kommenden Sturm zu retten. Wenn er ausreicht, werden unsere Krieger gezwungen sein, umzukehren. Ja, haben wir denn irgendwas, was wir hier Tribut zahlen können? 250, meine Güte, das ist billig. 250 Nahrung, ja, das ist kein Tribut, das ist Entwicklungshilfe. Das machen wir mal. Wunderbar. Müsst ihr nur sagen hier, humanitäre Hilfe kommt von uns, weil wir sind Menschen. Das ist unser Ding mit dem Humanismus. Gasextraktionsbrunnen, sehr gut. Und Metallkeramikpanzer nehmen wir mal. Golio. Oh, siehst du, da unten sind sogar noch zwei exotische Gase. Die können wir sehr gut gebrauchen. Hier noch irgendwo mehr. Da unten sind noch welche. Sehr gut. Sehr gut. Keine Befehle. Okay, dann bau hier mal Bergbaustation und dann geh hier hin in das System und bau noch mehr Bergbaustationen. Silizium, Lebensform. Unter der kargen Oberfläche von Romanox 2 gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk, in dem eine Art von unterirdischer siliziumbasierte Lebensform lebt. Soweit wir das sagen können, ernähren sich die Kreaturen von Felsen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sie über eine rudimentäre Form von Intelligenz verfügen. Durch ihre Tunnelgraberei haben sie große Mengen wertvoller Mineralien an die Oberfläche geschoben. Verblüffend. New technology discovered. So, aber ich würde mal sagen, das war's wieder für heute. Wir haben gerade hier globale Energieverwaltung erforscht. Sehr gut. Was wir dann als nächstes erforschen, schauen wir dann aber beim nächsten Mal. Und dann können wir auch gucken, was für eine archäologische Ausgrabungsstätte hier oben von den Weltraum lebenden organischen Lebensformen, die leben, bewacht wurde. Ich bin gespannt. Dann bis zum nächsten Mal. Schreibt Kommentare oder liked das Video oder macht beides. Ich meine, kann auch beides machen. Und ihr könnt auch gerne nur so Hallo in die Kommentare schreiben. Das ist ja auch schon hilfreich. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt, Stellaris Flucht nach vorn, Menschheit am Abgrund. Okay, bis dann. Ciao.